Hi, herzlich willkommen bei Rock the Bike. Heute ein Reaction-Video. Und zwar ist es so, dass ich verlinkt worden bin bei Instagram auf einem Link zu einem YouTube-Video. Und das habe ich natürlich zum Anlass genommen, das Ganze mir anzuschauen und euch dabei mitzunehmen. Es handelt sich um den Dicken oder der Dicke, wenn ich das so sagen darf. Ein ostfriesischer Harley-Enthusiast. Und ich weiß überhaupt nichts über den Kollegen. Ich habe ihn bei Instagram zwei, dreimal gesehen. Kein YouTube-Video bis jetzt gesehen. Ich weiß, dass er eine Sportster S fährt. Das geht aus den ersten Videos, die ich gesehen habe, hervor. Und er hat heute Morgen ein Video gepostet. Schauen wir uns mal an. Und viel Spaß. Let's go. Moin, moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier am schönen Sonnabend. Es ist knapp 17 Uhr. Wir fahren eine kurze Runde. Wir haben uns was Neues bestellt. Und was das Ganze ist, das seht ihr nach dem Intro. Intro. Etwas, was wir uns auch auf jeden Fall überlegen sollten. Und zwar eine Magnethalterung für das DJI Action 2. Fällt mir vorab schon eins ein. Ich habe ja jetzt das ein oder andere Motorrad-Vlogging-Video gesehen. Zum einen die DJI, ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. Ja? Der Lukas, der Kollege, der hier den ganzen Multimedia- und Social-Media-Kram macht, der kennt sich damit aus. Aber eins fällt mir auf, sehr, sehr stabil. Sehr, sehr schöne Kameraführung bis jetzt. Ja? Aber sind wir gespannt. Sportster S hatten wir gerade hier, haben wir eine Jekyll & Hyde verbaut. Nicht unbedingt mein Favorite-Motorrad, aber let's go. Kameramodul. Und mit dieser Halterung, die ist klebbar, kann ich das Ganze am Motorrad fixieren. Kann so immer schnell dann die Kamera wieder abnehmen. Und ich hoffe, das Ganze hält auf. Wir haben es nämlich gerade vor 10 Minuten ungefähr, habe ich es angebracht. Und ja, das ist schnell, ne? Sagt mal oder schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese Kameraperspektive so findet. Ich habe sie jetzt direkt auf dem Tank festgeklebt. Hier dann noch dazu. Nicht in die Kommis, aber hier in die Reaction. Ich finde es ganz geil. Man sieht zwar wenig von der Straße vorne, aber durch die Sportster S mit dem Digitaltacho, auch wenn dieses LED-Flackern immer da reinkommt, finde ich nicht uninteressant. Ein kleines Foto. Ja, ah, geil. Und dadurch erhoffe ich mir halt, dass ich das störende Teil nicht am Lenkrad habe. Ich hoffe, dieses Kameramodul ist auch fest genug. Wenn die Kameraperspektive mir später so gefällt, dann werde ich sicherlich auch eben... Ja, wäre doof, wenn nicht, ne? Dann wäre die Kamera weg. Also, wer Harley fährt, kennt das schon mal, das ein oder andere Teil. Wir sind letztes Jahr mit Rock the Bike zwei, drei Türchen, also ein paar mehr gefahren, aber es ist nicht das erste Mal und mit sicherlich das letzte Mal gewesen, dass uns was verloren gegangen ist. Meine Fußraste, mein Spiegel. René, du weißt, was ich meine. Wenn das Ganze mit ein bisschen festerem Kleber am Kameramodul festkleben, damit sich das dann während der Fahrt auch nicht verstellt. Zittern tut das Ganze natürlich, ist klar, ist an der Maschine fest, ist dem Wind und Wetter ausgesetzt und von daher hoffen wir, dass die Kamerastabilisierung ziemlich gut greift, was im Allgemeinen die Action 2 ja sowieso gut tut. Finde ich ganz gut, ja. Dazu haben wir natürlich wieder das DJI Mic. Diesmal habe ich es aber so gemacht, dass ich einen Sender davon den Magneten genommen habe und diesen mit Panzertape im Helm festgeklebt habe. So kann ich das Mikrofon Senderteil dann immer, wenn ich Bock habe, eben in den Helm reinklicken bzw. durch den Magnet fixieren. Ist echt eine simple Sache und wenn das Ganze so funktioniert, dann wäre natürlich richtig, richtig einiges geschafft. Dann bräuchten wir jetzt nicht mehr ausprobieren und hätten das Ganze dann wirklich ein für alle Mal vom Tisch. Ich denke mal, die Kameraperspektive. Also tonmäßig kann ich schon mal sagen, ich habe ja letzte Woche das Colmoto-Video mir angeguckt. Man merkt, dass der Helm zu ist, dass also dieses Dumpfe, als ob du durch ein Taschentuch reden würdest. Aber es sind wenig Nebengeräusche zu hören, mal davon abgesehen, dass die Sportster S auch leise ist mit der Serienauspuffanlage. Aber so, also Colmoto war ein bisschen näher dran, fand ich so, ne, vom Sound her. Aber das ist natürlich fürs Vlogging, glaube ich, schon ganz geil. Man muss sich halt an das Dumpfe gewöhnen, aber das, du weißt es ja, also die Leute, die wahrscheinlich die Videos gucken und feiern, die wollen ja mitgenommen werden, ne?
Perspektive, denke ich mal, lohnt sich. Muss man mal schauen, inwieweit der Lenker dann natürlich zu groß wirkt. Aber die DJI Action hat natürlich auch eine gute Auflösung. Von daher können wir da auch noch ein bisschen reinkroppen. Definitiv, definitiv. Schauen wir mal, wie sich das Ganze dann Motorradgruß, so auch nicht verhält. schlecht. Heute Bombenwetter, jetzt mittlerweile nur noch 15 Grad. Wir hatten es vorhin mal 17 Grad. Bombenwetter zum Motorradfahren. Wir haben heute den 18. März, muss man sich mal geben. Und wir hatten 17 Grad, also wirklich schon ein bisschen so. Ja, bei uns auch. Wunderschönes Wetter. Wir haben gestern hier einiges für das Open House vorbereitet. Was mir auffällt, er hat die linke Hand kaum am Lenker, ne? Dickige, schwüle Luft, aber nachher soll es auch schon wieder anfangen zu regnen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr jetzt den Sound so empfindet. Ich habe den Sender jetzt auf minus 12 Dezibel gestellt, genauso wie auch den Empfänger, weil das sonst schon ziemlich laut wird und knarzig wird. Und dann müssen wir natürlich eben gucken, wie sich das Ganze verhält. Naja, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen dran rumspielen. Ich hoffe aber auch, dass die Windgeräusche nicht zu stark Nee, darauf easy. kommen. Also finde ich, Und dann müssen wir mal schauen. Ja? hört sich gut an. Wie Ja, gesagt, das ist halt da bin ich dieses echt gespannt Dumpfe. jetzt drauf. Jo, und jetzt gibt es noch ein paar Eindrücke während der Fahrt. Und dann werden wir mal schauen, wie sich das Ganze verhält. Und ob das Ganze wirklich hält. Kann natürlich auch sein, dass ich nachher ohne Kamera wieder zu Hause ankomme. Ja, habe ich ja eben gesagt, ne? Wäre halt in dem Fall so ein Spiegel oder so eine Fußraste ist ja relativ günstig. So eine Kamera wäre nicht so geil, wenn die verloren geht. Ich bin jetzt gespannt, weil das Video ist jetzt 3 Minuten 42 gelaufen. Wir haben noch 12, also nein, es sind insgesamt knapp 13 Minuten. Ob er jetzt die ganze Zeit fährt, dann werde ich natürlich vorspulen, mal gucken. Wird mich natürlich noch interessieren, so von außen mal zu sehen, wie er das verbaut hat und. Aber warten wir ab. Und die Kamera dann dementsprechend irgendwo auf der Straße liegt, zerdeppert. Das wäre natürlich schade, dann wären einige 100 € im Arsch. Wollen wir nicht Wäre hoffen. traurig, ja. Deswegen lasst uns einfach immer dran glauben, dass auch mal etwas gut geht. Ja, die Woche haben wir gut verlebt. Bei der Arbeit wieder mal ein bisschen Stress, viel zu tun natürlich. Wir befinden uns ja mitten in dieser Transformation zur E-Mobilität. Den ID4 bauen wir schon serienmäßig. Jetzt geht es natürlich um den ID7. Ich kenne ihn, wie gesagt, nicht. Ich nehme an, ID4 ist VW. Würde auch so ein bisschen für Norddeutschland, wird ja viel VW, ist sehr VW-lastig. Aber das ist nur meine Interpretation. Wenn ich Scheiße laber, vergiss es einfach. Super geiles, schickes Auto, muss ich echt sagen. Ich durfte den schon zusammengebaut, montiert sehen. Wirklich, wirklich geiles Teil. Davon kommt dann ja auch noch demnächst ein Variant raus. Ist Ja, VW. unser nächstes Auto wird sicherlich auch ein E-Auto. Jetzt gestern oder vorgestern ein Video gesehen, wie JP die Motorradmesse besucht und natürlich fasziniert von meiner Sportster ist. Selbst JP, gutes Ding, werde ich auch noch kommentieren. Das JP, ich habe das Video noch nicht gesehen, ich habe es mir extra noch nicht angeguckt. Das ist auf jeden Fall etwas, worauf ich reagieren möchte. Haben mich nämlich schon einige von euch darauf angesprochen. Sportster S und JP macht schon Sinn. Ich habe die Maschine hier gehabt. Und ganz kurz, dieses Motorrad ist ja mit dem Revolution Motor ausgestattet. Für uns Customizer ist das Ding einfach nur Schrott. Also, vielleicht gibt es da draußen Menschen, die sich damit beschäftigt haben und sagen so, geil, ja, mega. Also jeder, der so ein bisschen oldschool veranlagt ist, der kann sich mit dem Ding nicht auseinandersetzen. Es bleibt wenig Möglichkeiten, irgendwie was zu machen. Du bist sehr, sehr eingeschränkt. Ich sehe in diesem Motorrad halt auch nicht mehr das klassische Harley-Motorrad. Ich weiß nicht, was das genau, was die Idee dahinter gewesen ist von Harley-Davidson, die Sportster S zu bauen. Sie heißt zwar Sportster S, hat aber für mich jetzt nicht so diesen Sportster-Charakter. Zumindest wenn ich die klassischen Sportster sehe. Super viel Elektronik. Der Besitzer, der sie hingebracht hat, musste mir erklären tatsächlich, wie was funktioniert. Mit den Schaltarmaturen habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Klar gibt es ein paar digitale Features, siehst du ja vorne im Tacho auch drin und so, die schon nice sind, nice to have, aber
Dass JP allerdings das Ding geil findet, kann ich nachvollziehen. Kommt ja dem, was er mit Autos macht, auch ziemlich nahe. Selbst auch in dem Weiß. Also Leistung, hat mir Leistung, schon Leistung, ne? imponiert, dass die Optik meines Bikes gar nicht so schlecht sein kann, ne? Wenn der das schon richtig geil findet. Klar, der will, ich glaube, der. Optik ist ja nun mal Geschmackssache und ist nun mal sehr subjektiv. Da lässt sich ja drüber streiten, was ich gut finde, muss ja nicht jemand anders gut finden und umgekehrt genauso. Es gibt ja Leute, die Sportster S kaufen, sonst wird sie ja nicht verkauft werden. Mein persönliches Gusto ist es nicht. Es ist mit Sicherheit ein schönes Motorrad, aber es ist für mich halt keine klassische Harley-Davidson. So einfach kann man es im Grunde genommen sagen. Plan auch vielleicht sich eine zu holen und dann natürlich zu modifizieren, ja, eine andere Lackierung und so weiter, was JP halt immer so macht. Da bin ich gespannt, wenn JP das Und macht. Da ja, bin da ich sind wir gespannt. natürlich tierisch gespannt, wenn das wirklich macht. Wäre es ein Ich cooles auch. Projekt, was ich natürlich auch verfolgen werde. Wir planen ja immer noch, uns auch mal so einen schicken Auspuff zuzulegen. Jetzt habe ich mir. Da kann ich dir sagen, bevor du jetzt weiterredest, Jekyll und Hyde, Two in One, richtig geiles Ding, richtig schöner Sound. Für meinen Geschmack mit der Carbon-Verkleidung, der ist ja gerade erst rausgekommen für die Sportster S. Also jetzt, ich glaube, ich habe einer der ersten verbaut, mit einer der ersten hier verbaut, mit Ausnahme wahrscheinlich von Thunderbike, die das Ding schon wahrscheinlich 10 Mal vorher gekriegt haben. Das Carbon-Ding stört mich so ein bisschen. Wenn es das noch in anderen Farben geben würde, zum Beispiel in normal klassisch schwarz oder so, das wäre schon cool. Aber soundmäßig richtig geil. Und leistungstechnisch fand ich auch, wir haben jetzt kein Mapping drauf gespielt, wollte der Kunde leider nicht. Aber ich fand persönlich hatte schon was. Ein paar Mal verschiedene angehört und der Jekyll and Hyde, wie es so im Internet rüberkommt, schockt er natürlich mega. So ist es. Aber den müssen wir uns auch noch in Natura anhören. Kann ich Aber dir nur auf jeden empfehlen, Fall, wenn wirklich man super. so übers Internet schaut, bei YouTube oder so, klingt der auf jeden Fall in seinen verschiedenen Stufen auch teilweise richtig brummig, richtig sportlich, geil. Ja, und das wird mir natürlich nochmal richtig tagen, ne? Also, Jekyll und Hyde hat ja die 3 Stufen. Ja, zu klingt der, Entschuldigung, genauso beschissen wie der Serienauspuff. In der mittleren Stufe hat er im Verhältnis, finde ich, ne, immer nur mein persönliches Gusto, hat er schon ein bisschen mehr Sound als jetzt zum Beispiel andere Jekyll und Hyde auf einer normalen Softail oder so. Das ist schon ein bisschen brummiger, aber offen macht er schon einiges her, auf jeden Fall. Wie gesagt, und ich finde die Optik auch Two in One auch sehr wertig. Wir haben das leider nicht als Video gemacht. Warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber sehr, sehr wertig gebaut, das Ding. Jo, was gab es sonst die Woche über? Die Woche war eigentlich relativ ruhig. Unsere kleine Maus Meine hat Woche sich war im nicht Kindergarten ruhig. eine Platzwunde zugezogen, ist irgendwie gegen Fliesen gelaufen beim Spielen. Mein Gott, Ei, passiert. Aber ja. dann ist natürlich der Schreck erstmal groß, wenn man es bei der Arbeit mitbekommt, wenn man angerufen wird. Ja, Wer aber kennt ist es ja meist nicht? so, Eltern machen sich mehr Sorgen oder haben da mehr Probleme mit als die Kinder selber. Ist so, jeder, der Vater ist, der weiß, wie das ist. Aber beim dritten härteste ab. Ich weiß nicht, wie viel du hast, aber beim dritten härteste ab. Hat Mitte der Woche hier noch gehagelt. Am nächsten Tag hatten wir dann auf einmal plus 15 Grad. War schon ein Das riesen war bei uns auch nicht Temperaturunterschied. anders, Morgens hatten ja. wir es meist minus oder teilweise minus 5 Grad und dann nächsten Tag nachmittags hattest du plus 15 Grad. Das war schon ein bisschen crazy. Ja, musstest du bei uns auch echt aufpassen, weil da sind natürlich viele Motorrad gefahren und ich kann immer nur wieder davor warnen, wenn das die ersten Fahrten sind, so mit Reifen und wenn du viel Salz auf der Strecke hast, ist schon ziemlich schmierig. Also gebt Acht da draußen, gerade die vielleicht ein bisschen ländlicher wohnen, am Anfang echt noch vorsichtig zu fahren, ne? Diese Temperaturunterschiede, wenn es morgens oder nachts sehr, sehr kalt ist und tagsüber sehr, sehr warm ist, gleichzeitig das vielleicht auch ab und zu feucht ist. Salz ist immer noch auf der Straße. Gerade hier bei uns zum Beispiel in der Eifel streuen die natürlich auch extrem viel Salz und dieses Salz mit dem Wasser gibt so einen schmierigen Film. Also Obacht. Aber ja, wir befinden uns mitten im Herbst, März, nicht im Im Herbst, mitten im Herbst ist März. auch gut. Und von daher Auch nicht schlecht. kann das Bei schon den nochmal Temperaturen vorkommen. Ne? könnte Da das kann auch im sein. April auch noch immer mal frieren oder im Mai. Ne? Hatten wir alle schon gehabt. Aber soll jetzt die nächsten Wochen ein bisschen beständiger, milder werden, aber auch mit ein bisschen mehr Regen. Und Hoffen das wir wäre dann es, wieder hoffen wir es. ja, nicht so toll. Ich habe mein Motorrad ja ein bisschen modifiziert, habt ihr ja in den letzten Videos gesehen. Ich habe eine tolle Biker-Tasche.
eine Schwingentasche von bikertaschen.de und ich hatte mir versteckte Werbung. Ich weiß gar nicht, macht der Werbung für Bikertaschen? Scherz beiseite. Also, ist mir jetzt ein paar, ich habe ja auch ein paar Videos so geguckt, wo es sich aber nicht drauf lohnt zu reagieren oder weil ich halt auch privat gucke. Es fällt mir immer öfters auf, dass viele Leute das so mittendrin auch erwähnen. Klar, wenn du so Produkte hast wie Jekyll und Hyde und Castec und so, ich glaube, da muss man keine Werbung für machen, weil das am Ende des Tages ja auch sehr, sehr bekannte Firmen sind. So Bikertaschen, Zubehör. Ja. Spiegel bestellt. Keine teuren, waren glaube ich 30 Euro für zwei Stück. Dann habe ich immer mal nachgedacht, hat das bei irgendeinem, ich weiß nicht, ob das bei Thunderbike oder so war oder bei 1903 Shop, habe ich gesehen, dass dort ein paar Spots das vorgestellt sind, auch Fotos und so weiter, habe ich mir die genau angeguckt. Ist mir aufgefallen, dass das eigentlich die originalen Spiegel sind, die sowieso schon an der Sportster S dran sind, nur halt umgedreht. Dann habe ich das ausprobiert. Jo. Sieht auch viel geiler aus. Von daher haben wir 30 Euro in den Sand gesetzt. Bei unserer Recherche und bei den Videos ist mir letztens Achtung Kontrolle ein Video aufgefallen. Da war ein Kollege übrigens angehalten worden. Das war auch schon 3-4 Jahre alt, glaube ich, das Video. Ist mit einer Sportster gefahren und das Motorrad war so völlig legal. Allerdings hat der Polizist, der nicht nett war, also ich habe ja schon viele Videos gesehen, wo die Polizisten sehr nett waren, den Kollegen aufgefordert, die Spiegel umzudrehen, weil nicht verkehrszulässig, wenn der Spiegel nach unten angebracht worden ist. An euch da draußen mal die Frage, ich müsste mit meinem TÜV auch mal sprechen, weil ich es ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig sicher weiß, der Verwendungszweck eines Spiegels, ob der zwingend vorgeschrieben ist, dass er nach oben ist und nicht nach unten, ob das quasi damit die Betriebserlaubnis erlischt oder nicht. Ich weiß, da draußen gibt es einige, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, die sich mit Paragraphen auskennen, mit Recht auskennen. Wenn ihr es wirklich wisst, lasst das doch mal in den Kommis, würde mich tatsächlich echt interessieren. Aber wir sind zufrieden. Das dazu. Wir haben uns auch weiterhin noch einen Sitz bestellt. Ein dicker gepolsterten Sitz, diese Sundowner-Art oder wie das heißt. Ja. Hatte der Kunde übrigens. Kommt hoffentlich auch, ja. Nächste, übernächste Woche an, dauert ein bisschen länger. So dass wir dann auch einen coolen Sitz haben. Und dann fehlt eigentlich nur noch ein neuer Auspuff. Aber, wie schon berichtet, kosten die halt sehr, sehr viel Geld. Und ja, wir haben in letzter Zeit sehr, sehr viel Geld ausgegeben, auch für das Bike. Das haben wir ja auch noch nicht so lange. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir die nächsten Tage, Wochen mal ein paar Kilometer. Die Jekyll und Hyde, falls es interessiert, auch wenn die Krümmer, die Originalkrümmer bleiben bei der Sportster S, hat den Preis, also über 3000 von einer originalen, also einer Komplettanlage quasi. Ich gehe davon aus, dass das damit zusammenhängt, weil die Sportster S ein Motorrad ist, was nicht so häufig verkauft worden ist oder zumindest nicht so häufig auf dem Markt ist. Und natürlich jedes Mal, wenn Jekyll und Hyde, Castec, Pencil oder wie auch immer eine Auspuffanlage baut, man am Ende des Tages natürlich dafür auch alle Abgaswerte, das heißt das TÜV-Verfahren, Lizenzierungsverfahren und so weiter machen muss. Und dementsprechend die Kosten einspielt. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die über 3000 deswegen kostet, weil Krümmer werden nicht mitgeliefert. Es ist quasi von den Krümmern, es ist ja auch nicht nur der Endschalldämpfer. Ich kann das vielleicht gleich mal einblenden hier, wie das aussieht. Ist auf jeden Fall nice. Um wieder runterreißen können, dass wir im Frühjahr die erste Inspektion machen können. Ich hatte mit Börjes American Bikes aus August Fehner schon besprochen, dass ich ein paar Bikes Probe fahren kann, soll mich dann so melden. Das mache ich dann auch spontan. Aber das Wetter muss natürlich auch mitspielen. Wer hat schon Bock da in Regen und Rött die tollen Bikes zu fahren? Und wer hat schon Bock bei versalzten Straßen, so wie es Anfang dieser Woche noch war? Ich meine, jetzt sind sie relativ frei, sich da das Bike zu versauen. Hatte ich ja eben gesagt, selbst wenn es frei aussieht, heißt das nicht immer, dass da nicht noch ein Film auf der Straße liegt. Muss nicht sein. Auf keinen Fall, wollen wir auch nicht. Und von daher, ja guck, da sind einige am Kart fahren. Ja, das geile Wetter, das fixt die Leute natürlich an, mal wieder rauszugehen. Habe auch schon viele Biker unterwegs getroffen, die wirklich das Wetter auch noch eben schnell genießen. Viele drehen noch eben eine Runde,
weil sie es halt nicht erwarten können, endlich mal wieder auf dem Moped zu sitzen. Jo, ansonsten war es das eigentlich auch schon. Ich war erst am Überlegen, ob ich morgen auch arbeiten gehe, aber morgen ist dann auch mal ein freier Sonntag, den ich dann mit meiner Familie genießen werde. Wir haben gerade schon abgequatscht, dass wir morgen schön frühstücken gehen werden. Wir werden das nachher natürlich eben abklären. Jo, und ansonsten soll es das auch gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Gefällt mir da, abonniert meinen Kanal und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, du arbeitest heute nicht, wir arbeiten heute schon. Ja, also Video angeguckt. Er hat ja gesagt, er möchte jede Woche ein Video rausbringen, so wie wir es auch im Grunde genommen tun. Das macht man so ein bisschen, um den Algorithmus von YouTube zu füttern. Das ist auch richtig so, das sollte man auch tun, um stetiges Wachstum zu haben. Ist natürlich schwierig, wenn man Content versucht zu kreieren. Ich würde jetzt sagen, dass klar, er hat die Kamera, ob man da jetzt 12 Minuten draus machen muss, bleibt dahingestellt. Leute, die Vlogging-Videos gucken, die Straße genießen, werden das mit Sicherheit feiern, informativ. Er hat ein paar Sachen eingebracht, die fand ich ganz gut, ne, so dass er zwischendrin erzählt hat, so dass er überlegt, eine Jackal oder eine Auspuffanlage zu kaufen. Ich will jetzt hier nichts im Mund legen. Was er so gemacht hat. Das mit der Kamera, das fand ich interessant. Ich muss sagen, mich hätte das tatsächlich mal interessiert, wie das Ding von außen aussieht, also von der Seite aussieht. Ist natürlich nicht ganz einfach, das irgendwie zu zeigen, aber hätte man mit einer zweiten Kamera vielleicht mal filmen können, wie sich das, also er hat ja die Halterung gezeigt, aber wie da sich das genau spiegelt. Am Anfang fand ich es gut mit der Perspektive. Zum Schluss muss ich sagen, so, ja, ich glaube, es ist doch angenehmer, wenn du es ein bisschen weiter vorne sitzen hast oder ein bisschen höher sitzen hast, je nachdem, ob du hier im Brustbereich die Kamera hast oder irgendwie vorne am Lenker montiert hast oder so, weil du halt die ganze Zeit auf den Tacho guckst und durch den Lenker nicht alles auf der Straße so siehst, für die Leute, die wirklich die Landschaft sehen wollen, die Tour, wie er fährt und so weiter. Interessante Stimmlage, scheint ein netter Typ zu sein. Hat jetzt nicht gelangweilt, das Video, hat ein bisschen was erzählt, das ist ja auch immer wichtig, ne? Wenn du 12 Minuten geguckt hast und am Ende, boah, hoffentlich ist das Video bald vorbei, das kann ich so nicht sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, die Reaction gefallen hat, wenn ihr vielleicht auch bei Instagram seid und mich verlinkt, dann fühle ich mich angesprochen, auf euer Video zu reagieren. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wie ihr auch gerade gesagt habt, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen oben da, zündet die Glocke, damit ihr auch kein Video verpasst und einen schönen Sonntag, bis zum nächsten Mal, rock the bike.